2004. Ministerpräsident Kurt Beck stellt die Planungen für ein Freizeit- und Businesszentrum am Nürburgring vor. Finanziert werden soll es durch private Investoren. Der rheinland-pfälzische Steuerzahler wird keinen Euro drauf bezahlen. Dieses Projekt wird wie jedes andere finanziert am Markt. Doch ein Jahr nach dem Spatenstich 2007 ist klar, der private Investor Kai Richter kann die Baukosten nicht stemmen. Im August 2008 droht ein Baustopp. Die landeseigene Investitions- und Strukturbank muss einspringen. Finanzminister Ingolf Däubel versucht über dubiose Finanzvermittler an solvente Investoren zu kommen und wird bei einem vermeintlichen US-Investor fündig. Die Finanzierung ist exzellent. Das ist die, die ich mir immer erhofft hatte. Eigentlich sogar noch besser. Doch der Deal platzt. Der ausgestellte Scheck ist nicht gedeckt. Der Finanzminister Betrügern aufgesessen. Däubel muss zurücktreten. Kurz darauf die Eröffnung des Parks. Doch die Besucher bleiben aus. 2011 werden nicht rentable Teile geschlossen. Juli 2012. Ministerpräsident Beck verkündet die Insolvenz. Kritiker sagen, das Projekt sei von Anfang an überdimensioniert gewesen. Hier kam die Großmannssucht, kann man nicht anders sagen, von dem Ministerpräsidenten Beck zutage. Ein Riesenprojekt sollte hier gestartet werden und wollte sich mit diesem Baudenkmal, kann man ja nicht anders sagen, dort auch eine Marke setzen. Auf Kurt Beck folgt Malu Dreyer. Zur Nürburgring-Pleite will die Landesregierung sich heute nicht äußern. Bereits 2004 distanziert sich die Ministerpräsidentin von dem Projekt und denen, die politisch involviert waren, bildet ihr Kabinett um. Die Schlüsselfigur Ingolf Däubel ist Monate zuvor vom Landgericht Koblenz wegen Untreue und Falschaussage zu 3,5 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Er soll in Zusammenhang mit der Privatfinanzierung mit Steuergeldern unerlaubte Transaktionen durchgeführt haben. Doch der Prozess wird voraussichtlich Ende dieses Jahres erneut aufgerollt, denn der Bundesgerichtshof hat Teile des Urteils aufgehoben. Seit 2014 teilen sich der russische Milliardär Viktor Charitonin und die Firma GetSpeed Anteile am Ring. Die Rennstrecke selbst lebt heute noch, auch ohne den maroden Freizeitpark, der den Steuerzahler am Ende mehrere hundert Millionen Euro gekostet hat.